bist du ein kluger, energiegeladener und äußerst scharfsinniger Mensch, der es genießt zu führen, dann gehörst du vermutlich zu dem Persönlichkeitstypen des Unternehmers. Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Coaching Akademie Tanja Mink. In diesem Video erhältst du einen Überblick über den Unternehmer mit all seinen Stärken, Schwächen und möglichen Karrierewegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude und gute Reflexion mit den Eigenschaften des Unternehmers. Und bitte nimm nur das davon mit, was für dich stimmig ist und steck nicht ja alles in dieselbe Schublade. Vielen Dank. Der Unternehmer. Ein Unternehmer ist jemand mit den Persönlichkeitsmerkmalen extravertiert, aufmerksam, denkend und prospektiv, also vorausschauend. Sie neigen dazu, energisch und handlungsorientiert zu sein und navigieren geschickt durch alles, was vor ihnen liegt. Sie lieben es, die Möglichkeiten des Lebens aufzudecken und zu nutzen. Unternehmer führen ihre Gespräche energisch mit einer guten Portion Intelligenz, aber sie sprechen gerne darüber, was ist, oder noch besser, sie gehen einfach raus und sie tun es. Unternehmer springen, bevor sie was sehen, und beheben ihre Fehler, anstatt zuerst untätig herumzusitzen. Menschen mit diesem Persönlichkeitstyp Unternehmer, die genießen manchmal auch das Drama, Leidenschaft und Vergnügen, jetzt nicht wegen der emotionalen Erregung dabei, sondern weil es ihrem logischen Verstand so anregt. Sie leben im Moment und sie tauchen voll ins Geschehen ein. Sie sind manchmal das Auge des Sturms. Die Stärken des Unternehmers. Sie sind mutig. Ja, Menschen mit diesem Persönlichkeitstyp, die sind voller Leben, die haben volle Energie und sie sind mutig, aus ihrer Komfortzone rauszugehen. Sie wollen mit Mut vorangehen. Es gibt keine größere Freude für den Unternehmer, als dass er Grenzen überschreiten kann und neue Dinge zu entdecken, Ideen zu entwickeln. Sie sind rational und praktisch dabei. Unternehmer lieben Wissen und Philosophie, aber nicht jetzt um ihrer selbst willen. Für die Unternehmerpersönlichkeiten ist es großartig, Ideen zu finden, die dann aber auch umsetzbar sind. Wenn eine Diskussion unnötig ist, dann findet der Unternehmer bessere Möglichkeiten, seine Zeit zu nutzen. Sie sind sehr originell. Unternehmer, die kombinieren dabei Mut, ihre Kühnheit und praktische Veranlagung und experimentieren gern mit neuen Ideen und Lösungsansätzen. Sie setzen die Dinge so zusammen, wie es sonst niemand anders denken würde und es einfach ausprobieren würde. Dabei sind sie sehr scharfsinnig. Die Originalität des Unternehmers wird durch die Fähigkeit unterstützt, zu erkennen, wann sich Dinge ändern und wann es Zeit ist, wenn sich Dinge ändern sollten. Kleine Veränderungen in den Gewohnheiten und Erscheinungsbilder fallen Unternehmer auf und sie nutzen dann diese Beobachtung, um Verbindungen zu anderen herzustellen und dann Dinge zu verändern. Die Unternehmer sind sehr gesellig. Also all diese genannten Stärken und Eigenschaften verbinden die Unternehmer also zu einem geborenen Anführer. Und dies jetzt, das ist nicht was, das sie aktiv suchen. Menschen mit diesem Persönlichkeitstyp, die haben einfach von Natur aus ja, ein Händchen dafür, soziale Interaktionen und Networking-Möglichkeiten hervorragend zu nutzen. Die Schwächen des Unternehmers. Der Unternehmer kann unsensibel sein. Also Gefühle und Emotionen, die werden für Unternehmer oft hinter Fakten und der vermeintlichen Realität hinten angestellt, zurückgestellt.
Emotional aufgeladene Situationen sind manchmal peinliche, unbequeme Angelegenheiten für sie. Und die unverblümte Ehrlichkeit des Unternehmers hilft dann in manchen Situationen nicht unbedingt weiter. Diese Persönlichkeiten haben oft große Schwierigkeiten, ihre eigenen Gefühle anzuerkennen und auszudrücken. Dann können sie auch ungeduldig sein. Die Unternehmer, die bewegen sich in ihrem eigenen Tempo, um sich selbst zu begeistern und voranzubringen. Langsamer zu werden, weil es jemand anderes vielleicht nicht versteht oder sich zu lange auf ein einzelnes Detail jetzt konzentrieren muss, das ist für die Unternehmer eine große Herausforderung. Ja, sie können tatsächlich auch unstrukturiert sein. Die Unternehmer, die sehen Chancen, um ein Problem zu lösen, wollen vorankommen, dabei Spaß haben und sie nutzen oft den Moment, wobei sie dabei aber oft Regeln oder gesellschaftliche Erwartungen ignorieren. Und das wirkt für viele unstrukturiert. Dann gehen die Unternehmer immer mal wieder in Widerstand. Unternehmer lassen sich nicht einsperren. Wiederholungen, strenge Regeln, stillsitzen, während sie von jemand belehrt werden, so lebt ein Unternehmer nicht. Sie sind handlungsorientiert und wollen zupacken und gehen dann in den Widerstand, also wenn sie das in einem Moment nicht umsetzen können, wenn sie gebremst werden. Mögliche Karrierewege des Unternehmers. Wenn es um die Karrieremöglichkeiten von Unternehmern geht, dann ist definitiv Handeln angesagt. Menschen mit dem Persönlichkeitstyp Unternehmer, die denken schnell. Sie sind großartig darin, schnelle Entscheidungen zu treffen. Diese soziale Intelligenz, was sie haben, und dann kombiniert mit dieser natürlichen Kühnheit, ja, zu denken, dem Improvisationstalent, spontan, macht Verkauf, Geschäftsverhandlungen, Marketing und jedes Wettbewerbsumfeld zu einer großartigen Lösung von Unternehmern. Die Unternehmer, die leben ihr Leben nach ihren eigenen Regeln, nach ihren eigenen Vorstellungen und das genau macht sie zu brillanten Geschäftsleuten, Freiberuflern, Selbstständigen. Weil diese Rollen ermöglicht es ihnen, die langweiligeren Aspekte der Arbeit, zum Beispiel Routinearbeiten, Buchhaltung, Ablage, Rechnungsstellung, an diejenigen zu delegieren, die dafür einfach besser geeignet sind. Ja, liebe Unternehmerpersönlichkeit, wenn du dich jetzt hier mit dieser Beschreibung angesprochen fühlst, kannst du noch mehr Informationen über dich direkt auf der Seite der Sixten Personalities lesen. Den Link dazu haben wir in der Beschreibung dabei. An dieser Stelle vielen Dank für dein Dasein, für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg und verbleib mit besten Grüßen an dich. Deine Tanja Mink.